Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück im vierten großen Krieg, offiziell hier der zweite Weltkrieg. Und ich hatte hier von Kinderspiel geredet, aber zumindest an der Westfront ist es das nicht. Hier habe ich nämlich außer Acht oder nicht gesehen, dass wir hier doch jetzt in Unterzahl in Paris sind. Wir müssen mal hier das zweite Korps zurückbeordern, um dort auszuhelfen. So geht das natürlich nicht. Und große französische Truppen, die 13. und die 11. Armee, sind hier in Belgien einmarschiert. Also hier wird es nicht ein ganz so einfaches Kinderspiel. Übrigens hier in Frankreich, wir sind ja jetzt wieder in der Lage, Separatfrieden zu schließen. Beim letzten Krieg war das nicht möglich. Insofern sollten wir, bevor wir mit Russland fertig sind, auf jeden Fall mit Frankreich und vielleicht auch mit Großbritannien einen Separatfrieden schließen, wenn wir hier irgendwas bekommen. Aber London ist ja schon gleich in ungarischer Hand. Hier in Frankreich, da habe ich wirklich das Interesse, dass Spanien hier größere Gebietsgewinne hat, denn Spanien ist wirklich rein punktemäßig oder rein von der Macht her sehr, sehr schwach. Sie sind weit entfernt davon, Großmacht zu werden, und insofern ist das der beste Kandidat, um jemanden zu stärken. Also Spanien würde ich hier gerne stärker machen. Insofern gut, wenn sie hier Eroberungen machen. Das sieht aber jetzt auch anständig aus. Okay, wir machen weiter. Wir schauen mal. Halt, nee, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Hier die ungarischen diese Revolution macht mir doch Sorgen. Das sind Kommunisten. Die sind hier schon dabei, die Hauptstadt zu belagern. Und von den Ungarn kümmert sich niemand. Ich muss was tun. Ich glaube, wir schicken die mal hier gleich komplett durch, um diese drei Armeen da zu erledigen. Sonst verlieren wir hier einen wichtigen Bündnispartner. Ich weiß nicht, offiziell würden sie natürlich unser Bündnispartner sein, aber rollenspielmäßig kann das natürlich nicht akzeptiert werden. So, das ist erobert. Wie sieht es hier aus mit diesem Landstrich? Das ist nicht mehr ukrainisches Land, dann marschieren wir da auch nicht ein. Dann machen wir mal zur Abwechslung was. Wir werden mal hier diese russische Armee angreifen. Okay, aber die Schlacht von Paris tobt. Das ist wichtig. Und was haben wir hier? Salzburg-Patrimonium. Auch Salzburg ist jetzt Teil des Deutschen Kaiserreiches und das sogar über Kernprovinz. So, die Belagerung hier von Siedlitsche ist vorbei. Egal, da bleiben wir stehen. Und der nächste Kommandeur ist gestorben. Ach, verdammt. Da müssen wir aber gleich mal am Ball bleiben. Die sterben jetzt alle wie die Fliegen. Denn das Ding ist hier gleich erobert hier. Genau. Und jetzt können wir auch wieder einen neuen Kommandeur einsetzen. Und da muss ich mal wieder gucken, was wir hier kriegen. Warum kann ich... Achso. Hier ist noch nicht mal mehr was zum Scrollen, ey. Ein Trottel. Ein cholerischer Trottel. Aber der ist wahrscheinlich hier noch der Beste. Der verfügbaren... Oh, es ist wirklich traurig. Angriff minus 1. Moral... Moral ist nicht ganz so entscheidend wie Organisation. Nehmen wir Albrecht von Mecklenburg-Strelitz. Ein moralischer... Ein cholerischer Trottel. So. Hier geht's weiter südlich. Okay, und Chitomir ist in unserer Hand. Oh, hier ist meine russische Armee. Mal sehen, ob wir sie sogar stellen können. Aber noch das interessanteste Moment ist die Schlacht von Paris, die wir... Boah, wo es derzeit immer noch knapp aussieht, dann müssen wir noch ein weiteres Korps da reinbringen. Jetzt massieren die Franzosen aber auch wirklich alle ihre Truppen, um Paris zu verteidigen. Die Belagerung von Warschau ist vorbei. So, dann nehmen wir jetzt hier Stellung, halten die Linie. Das ist unsere Reserve da. Mehr Freiraum haben wir insofern auch gar nicht im Norden. Die bekämpfen Rebellen, das ist gut. Bleiben wir mal hier am Ball. Beziehungsweise, lass doch mal schauen, ob wir hier noch was verbessern können. Ja, wir könnten da oben noch jemanden hinschicken. Teilen wir auch noch und bringen hier hin. So, ach ja, und die Franzosen wollen wir nicht vergessen. Die teilen wir aber nicht. Hier nehmen wir einen Kreuzer. Und hier bringen wir nochmal einen Kreuzer raus. So, den wählen wir und schicken dorthin. Und die große Flotte, die kommt jetzt ins Schwarze Meer. Und dann wollen wir mal sehen. Aber ich glaube, die hier... Das Zarenreich hat offenbar gar keine Flotte mehr. Insofern können wir hier auch wieder die Halbierungsstrategie wählen.
Ne, nehmen wir mal. Ja, genau. So. Und dann fahren wir mal hier oben hin. Die Schweden kommen da sogar ein bisschen voran. Offenbar schicken die Russen nichts gen Norden. Gut. Die Rebellen haben wir hier besiegt. Das ist erfreulich. Und jetzt bleiben wir mal hier am Ball bei der Schlacht von Paris, die wir jetzt endlich zu gewinnen scheinen. Die Belagerung von Illizi ist gewonnen. 13 Tage dauert das nur. Und noch immer keine britische Armee in Sicht. Sollten wir dann hier unten vielleicht auch mal vorstoßen, nicht ganz so zögerlich sein. Oder wir gehen mal in französisches Gebiet. Das ist vielleicht auch ganz gut. Okay, zurück zur Schlacht von Paris. Evreux, da gewinnen die Franzosen. Hier haben wir in Budapest die wichtige, größte Kommunistengruppe dort. Oh! Oh, was ist hier los? Eine Seeschlacht. Allerdings zwei leichte Schiffe gegen ein Großkampfschiff. Die sind jetzt irgendwie da rausgetrieben worden. Ach so, weil die Provinz belagert ist. Na, ich denke, das werden wir gewinnen, oder? Das sollte kein Problem sein durch unser Großkampfschiff. So, hier gehen wir dann nochmal ein bisschen weiter. Und räumen wir hier mal komplett auf. Dann haben die Ungarn hier auch Ruhe. So, was macht Paris jetzt hier? Ich denke, das haben wir gleich gewonnen. Aber erstmal haben wir noch hier die nächste Belagerung. Dann ziehen wir hier weiter. Wir lassen mal da unten einfach die Rebellen sein. Das ist schon in Ordnung. Okay. Müssen wir uns hier Sorgen machen bei dieser Schlacht? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir den Gegner besiegt. Wir werden jetzt mal hier wirklich systematisch mit dieser Armee einfach ein paar russische Armeen ausschalten, damit die sich nicht sammeln können. Das sind nur Rebellen, das brauchen wir uns nicht angucken. So, Troppau, Patrimonium, das ist also auch geschehen. Ihr wisst, was das bedeutet. Und Kiew ist in unserer Hand. Tschernigow, das gehört auch noch zum ukrainischen Gebiet, sehr schön. Dann weiter marschiert. Okay, Leute, haben wir hier irgendwo was übersehen? Die Spanier kommen gut voran, die Schweizer auch. Hier sind allerdings schon wieder Franzosen. Was macht unsere Schwarzmeerflotte? Die ist noch nicht da. Und die Schlacht von Paris tobt noch und fordert auf beiden Seiten, glaube ich, hohe, hohe Verluste. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass die Franzosen dort nicht die Belgier überrennen. Das Mädchen aus Görlitz kennen wir schon. So, die Belagerung von Tscherkassy. Gehen wir da erstmal hin. Dann versuchen wir die Armee zu stellen erstmal und Dijon ist in unserer Hand. Hier gehen wir mal ein Stück weit nordwärts und beobachten dann dies hier weiter in Paris, wo der Gegner natürlich deutlich höhere Verluste hat. Matanzara. Okay, jetzt gibt es hier wichtige Entwicklungen. Drei Schlachten gleich gewonnen. Wir müssen mal schauen, wie wir reagieren. Ich denke, wir werden mal mit unserer Armee hier... Paris, ich weiß nicht so recht. Wir könnten die Gelegenheit nutzen. Wir sind eigentlich mit sehr guter Organisation hier. Gleich weiter in den Norden zu ziehen, um diese Armee zu stellen. Oder wir lassen... Wir nehmen einfach mal... Ne, was haben wir jetzt ausgewählt? Warte mal, wir gucken uns erstmal das an hier. Verluste, was sehe ich? 113.000 Verluste. Ist ja Wahnsinn. Auf unserer Seite 22.000. Das ist ja dann doch noch sehr gut ausgegangen. Also Leute, wir werden... Kommt, wir werden mit diesen beiden Korps... Hier ziehen wir in den Norden. Wir können das noch nicht. Wir müssen erstmal den nächsten Tag abwarten. Jetzt. So, hier ziehen wir in den Norden. Und mit denen ziehen wir in den Norden. Jetzt will ich mal gucken,
ob wir die abfangen können. 9. September. 9. September oder 10. Ein Teil können wir abfangen. Das ist hervorragend. Aber hier kommen auch schon wieder Franzosen. Okay, jetzt habe ich eine Schlacht außerdem weggeklickt. Brest-Litovsk haben wir gewonnen. Dann machen wir hier weiter ein bisschen Jagd. Ja, das sind schon wieder Rebellen. Das ist auch in Ordnung. Und du bist oben angekommen. Ja, dann marschieren wir jetzt doch einfach ein russisches Territorium da ein. Aber die Schweden... Na gut, die Schweden befreien Finnland. Das scheint ihre Aufgabe zu sein, die sie sich gestellt haben. So, hier sind kleinere Schlachten. Alles nichts Besorgniserregendes. Wir gehen hier ins Gebirge. Die Seeschlacht tobt, aber es sieht ganz gut aus. Die Briten sind teilweise jetzt hier wieder mit Landwehrleuten, aber London ist zumindest in unserer Hand. Und bedeutet das schon, dass wir was tun könnten? Ja, wir haben schon einen Kriegsstand. Ne, das ist der Gesamtkriegsstand, 46%. Wir könnten aber schon einen Separatfrieden machen mit 13, den sie aber jetzt sowieso nicht annehmen. Und außerdem gibt es ja noch keine weiteren Forderungen von unserer Seite. So, hier noch eine Minischlacht von Paris. Eine Schlacht von Poltawa, die wir souverän gewonnen haben. Mir scheint es so, als hätten die so gut wie keine regulären Einheiten mehr aufgebaut. Okay. Gut, wir haben hier eine sehr hohe Organisation, der Gegner nicht. Das sollten wir schaffen, auch gegen eine große Mehrzahl. Okay, hier brauchen wir nicht ziehen, hier brauchen wir... Doch, wir wollten ja hier nicht erobern, sondern einfach nur gegnerische Einheiten jagen. Deswegen ziehen wir uns eigentlich erstmal wieder zurück, bleiben hier so ein bisschen in Stellung, um Verluste zu minimieren. Ach, das scheint das Korps gewesen zu sein, wo die Artillerie fehlt, die jetzt hier steht. Gut, wir haben es gefunden. Dann schicken wir sie jetzt zurück. Prima. So, Paris ist allerdings noch lange nicht in unserer Hand. Das fehlt wirklich noch. Tschernigow. Da kann die Belagerung weitergehen. Jawohl. Die Briten verlieren hier in Ungarn. Das ist erfreulich. Wir gewinnen hier. Sehr schön. Die nächste Belagerung ist in Gange und ich denke, wir sollten jetzt mal hier südwärts gehen und hier ein bisschen weiter erobern. Was macht das Schwarze Meer eigentlich? Da ist scheinbar auch keine russische Flotte. Dann werden wir alles mal wieder halbieren. Oh, das kostet dann nachher wirklich viel Aufwand, das alles wieder zurückzufummeln. Aber gut, wir kriegen das schon hin. So. Baramo, die Belagerung. Okay. Wie sieht's aus hier? Die Schlacht tobt und kostet viele, viele französische Opfer. Poltawa. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Um gleichzeitig ein bisschen Truppen zu besiegen. Warum gibt es hier Probleme oder was ist das hier? Ich glaube nicht. Das sieht nur so aus. Das kann nicht ernsthaft der Fall sein. So, die Schlacht, genau. Wir haben die beiden erledigt. Ein Schiff wurde auch hier getroffen, aber es wird bestimmt nicht unseres gewesen sein, sondern von Verbündeten. Und die Belagerung von Faya ist gewonnen. Wo machen wir weiter? Gehen wir mal hier weiter. Okay, die Spanier sind hier im Süden ganz erfolgreich. Das ist erfreulich. Diese Schlacht ist immer noch nicht vorbei. Aber das wird viele, viele französische Opfer fordern. Paris ist auch noch lange nicht erobert. Na gut, die Dänen werden hier auch erledigt. Also unsere Verbündeten sind hier mehr oder minder ausgeschaltet, zumindest in Nordfrankreich. Also mal gucken, vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen mehr hier an Unterstützung herbringen. Mal sehen. Große Entdeckung. Haben wir Stechuhr und Bordaufklärungsflugzeug. Wir gucken mal bei Bord Aufklärungsflugzeug. Durch die Aufrüstung mit kleinen Aufklärungsflugzeugen konnten Schiffe viel bessere Aufklärung betreiben. Diese Aufklärungsflugzeuge wurden später mit Maschinengewehren und Bomben ausgerüstet und schließlich zu Sturzkampfbombern weiterentwickelt. Die Flottenorganisation steigt dadurch. So, zwei Belagerungen wieder gewonnen. Hier unten.
machen wir weiter. Machen wir hier weiter. Und Tschernigow. Dann marschieren wir nach Kursk. Oh, hier unten ist eine gegnerische Armee. Nee, die müssen wir erstmal erledigen. Das hilft nichts. Da müssen wir natürlich aufpassen. Hier tobt ein harter Kampf. Die nächste Belagerung ist geschafft. Dann werden wir mal jetzt gen Krim ziehen. So, und die Schlacht ist geschlagen und erneut riesige Verluste auf französischer Seite. 100.000 Mann gestorben, 11.000 auf unserer Seite. Und jetzt ist die Frage, wie sind unsere Truppen so drauf? Wo können wir, wollen wir vielleicht hier helfen? Ich denke ja. Die werden sich mal ausruhen und die anderen werden hier den Belgiern helfen. Die müssen wir uns noch irgendwie ein bisschen aufbewahren. Die ist im Moment mir ein bisschen zu stark. Die kriegt sogar nochmal Verstärkung. Ah, verdammt, wir sind da mit beiden Truppen hingezogen. Oder was ist das? Das wollte ich gar nicht. Aber Evreux ist jetzt gewonnen. Sehr schön. Und wir haben wieder drei Belagerungen. Tornio. Ziehen wir einfach hier an der Küste weiter südlich. Oder? Wir ziehen hier mittig durch in Richtung Leningrad. So, Kramatorsk. Hier wird schon gekämpft. Das ist gut. Wo zieht ihr denn hin? Oh, da oben ist eine größere Armee. Dann ziehen wir in den Norden. Hier ist die Stellung eigentlich sicher. Kein Problem. Und hier unten sind wir erneut erfolgreich. Gut. Soweit, so gut. Am meisten Sorgen macht dann doch Frankreich erstaunlicherweise. Spannungen lösen sich auf. Okay. Hervorragend. In Amara verlieren wir Militanz. So, jetzt sind hier zwei unserer Einheiten. Das muss auch nicht sein. Wir wählen mal diese und versuchen, die dort zu erledigen. Und hier sind nur noch 65 Belgier übrig. Das bringt nichts. Das bringt nun wahrlich nichts. Wie können wir das jetzt sinnvoll einsetzen? Eigentlich müssten wir die Armee besiegen können mit dieser. Die hat eine schlechte Organisation und sind nur Milizeinheiten, Landwehreinheiten. So, auch hier kommen wir voran. Die Spanier machen ihre Sache gut, haben allerdings auch ziemlich wenig Widerstand, muss man einfach mal so sagen. So, hier funktioniert das. Sehr schön. Tscherkassy, die Schlacht ist gewonnen. Und auch die Provinz unter unserer Kontrolle. Wo ziehst du hin? Nach Poltawa. Oha, hier ist eine große russische Armee in Poltawa. Die werden wir noch nicht gleich angreifen. Wir greifen erstmal diese an. Und ich bemerke, dass hier viele russische Armeen auf dem Weg sind. Wobei, eigentlich können wir auch die mit der angreifen. Die ist aber ernst zu nehmen, die Armee. Können wir den Weg abschneiden? 23. Wir versuchen es mal. Ich weiß das immer nicht. So, hier unten waren wir schon erfolgreich. Dann gehen wir hier weiter. Okay. Die Ungarn sind am Erobern. Das funktioniert soweit. So. Gut, wo war das jetzt hier? Da haben wir was gewonnen. Genau, da haben wir den Gegner erledigt. Wo ziehen wir denn hier weiter? Eigentlich ist jetzt nur noch diese größere Armee ein Problem. Aber da müssen wir abwarten. Dann bleiben wir erstmal hier. Poltawa. Ah, das wurde zurückerobert. Das ist natürlich schlecht. Nikolajew. Dann zieht den doch mal bitte entgegen. Ach nee, wir sind vorher da. 23. Nee, dann hat sich das erledigt. Dann könnt ihr wieder da lang gehen. Alles gut. Sehr schön.
Gut, ich sag mal, wenn wir hier jetzt diese russische Armee noch kriegen, dann ist auch die Westfront sicher. Charkow ist in unserer Hand, aber es müsste mal langsam Zeit sein, dass wir uns hier um diese dort kümmern. 26. 25. Wir sind vorher da. Und wenn wir die besiegt haben, werden wir dort zu Hilfe eilen. Wir bleiben mal ein bisschen dort am Ball. Auxerre ist gewonnen. Sehr gut. Wisst ihr was? Wir ziehen jetzt mal mit diesem absolut frischen Chor hier nach oben, um dann dort die Übermacht zu haben. Was ist in Spanien? Ah, sehr schön. Die Spanier haben ein neues Kriegsziel. Limedy erobern. Sehr gut. Mal schauen, was sie da genau... Ach, hier unten. Aha, das wollen sie haben. Das ist sehr, sehr gut. Das ist genau, wie wir uns das vorgestellt haben. Hervorragend. Gut, wir gucken mal kurz, wie es aussieht. 65% insgesamt. Die Briten, bei denen haben wir 13%, würden immer noch keinen weißen Frieden annehmen. Ich weiß nicht, ob wir gegen Großbritannien irgendwas erreichen, ohne selbst dort vor Ort zu kämpfen. Bei den Franzosen, da bin ich mir aber sicher, dass wir separat Frieden hinkriegen. Derzeit sind sie aber natürlich auch noch nicht dazu bereit. Ja, Paris ist ja auch noch nicht gefallen. Das ist etwas, was wir das nächste Mal erreichen müssen. Mal sehen. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.